Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Tja, das Wochenende hat zugeschlagen. Gleich vorab, achtet bitte nicht so auf den Chat. Ja, war wieder eine wilde Runde hier. Ist auch ein Lost, sage ich euch gleich. Wie schon angesprochen im Hindenburg-Video, wird das hier eine anstrengende. Eigentlich schade. Ne? Also. Fing gut an, hat aber der Anfang hier war ein bisschen schwer, dann hatten wir mal wieder Oberwasser, aber naja, ein U-Boot, 4 DDs, volle Anzahl Schlachtschiffe und nur 2 Kreuzer. Beste Matchup für die Xiongnu. Ich finde die Xiongnu auch stärker als die Fletcher, muss ich wirklich sagen. Also, oder sie fühlt sich anders an, stärker vielleicht nicht, aber ja, ich weiß nicht. Die Torpedos sind einfach flinker unterwegs als die von der Fletcher. 71 Knoten und das macht es vielleicht so angenehm. Im DD-Kampf bist du natürlich dadurch, dass du nur deine Kanonen hast, ein bisschen unterlegen. Und ja, ich frage mal bei der Desmond nach, ob er mir hilft. Auf der. So, geht schon los. Wie gesagt, achtet nicht auf den Chat. Ja, ich versuche hier den B-Cap zu holen. Und habe meine Desmond um Hilfe gebeten. Dennis ist mit hier drauf. Mein RPF zeigt auch einfach nach vorne. Aber da ich sehr schnell bin mit der Shamu, versuche ich einfach jetzt mein Glück hier. Und mach. Mein Ding, das Janet Biedermann. Valeo. Valeo hat Gott sei Dank kein Radar. Tsurugi, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Valeo dreht ein. Ein bisschen auf Sicherheitsabstand. Ich war mir nämlich nicht zu 100% sicher. Ich habe gerade jetzt auf Tab gedrückt, also live im Spiel. Und habe dann gesehen, dass die Valeo kein Radar hat. Ja, meine Delaware scheint doch einfach so rein zu pushen. Aber nun gut. In der Shima und in der Palau ist das ist keine gute Idee. Ich habe den Cap. Also ich sehe ja hier, dass viel Fleisch ist, was ich torpedieren kann. Also denke ich mir einfach, nehme ich den kürzesten Weg, fahre in den Mittelkanal und hau meine Torpedos heraus. Torpedo-Nachladebeschleuniger ist noch am Start. Missouri muss ich aufpassen. Die beiden mögen sich. Ich habe keine Ahnung, warum die Delaware jetzt einfach in den Cap fährt da. Oh, zack. Und draußen ist sie. Torpedo-Nachladebeschleuniger rein. Ich sehe, dass Janet eindreht und mit mir tanzen will. Ich muss ein bisschen aufpassen auf den Kartoffeljunkie, der hat nämlich Radar. Wir müssen sehen, ob wir hier. Oh, da treffen noch ein paar Torpedos. Schön, 3 Treffer auf die John Bart. Das hat geschmeckt. Nochmal ein, nochmal zwei und Tschüssli Müsli. Ja, Missouri als nächstes. Ich muss aufpassen, wie gesagt, wegen dem Radar. Oh, treffen die anderen Torpedos auch noch? Das wäre witzig. Nee, es konzentriert ein. Das ist auch so ein Schiff. Oh, ich sehe die Yu Yang. Meine Shima ist dort alleine. Und Izumo scheint noch AFK zu sein. Lakazones hat unser Monarch rausgeschossen. Okay.
Shima ist auch down. Oh, er hat das Fensterproblem, sagt er. Er kann nicht schießen. Ja, hier ist halt sehr viel los. Ich versuche irgendwie mein U-Boot noch zu helfen. Izumo haut wieder ab. Meine Wisconsin steht dort hinten mit Reichweitenflieger. Das sieht so ruhig aus. Oh, irgendwas hat mich hart getroffen. Ja, Nebelwerfer rein. Ich muss wieder zugehen. Oh. Bin auf durch die DDs. Na, da komme ich nicht ran. U-Boot weg und jetzt ist als nächstes auch die Izumo weg. Oh mein Gott, alter Schwede, ja. Das macht auch immer so einen Spaß, wenn du das dann hörst, ne? Jetzt sind all die anderen schuld. Naja, okay. Ja, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt einfach reinrast und nochmal dreimal schießt und stirbt. Ich will halt noch so viel wie möglich rausholen hier aus der Runde. Und, ja. Ich sehe halt, dass das U-Boot und die DDs einfach nach rechts weitergefahren ist. Also ist jetzt mein Plan, dass ich einfach umdrehe und auf Dennis zurase, um denen ein bisschen zu helfen. Der hat nämlich U-Boot-Probleme. Ich meine, Georgia ist ein strammes Schiff. Und, oh, da ist die Yu Yang. Ich bin in meinem alten Smoke wieder, also schieße ich nochmal. Aber das geht auch nicht. Kavaros ist hier. Oh, das U-Boot pinkt mich an. Ja, ich muss hier den Wiggle-Meister machen. Da kommen Shima-Tops. Ich versuche alles aber auf der Entfernung. Oh, nochmal zwei Torpedotreffer auf die Tsurugi. Ich bin wieder zu. Ich bremse ab. Kavaros hat die Shima rausgenommen. Sehr schön. Missouri. Ja, jetzt mache ich einen Fehler. Ich schieße nämlich gleich. Ich denke, boah, da. Ich sehe aber, dass er heilt. Meine Wisconsin fährt in den B-Cap. Weiß der Teufel warum. Oh, jetzt bin ich im Radar. Und das ist schlecht. Also kann ich auch schießen. Oh. Ich bremse ab. Aber er hat gut gezielt. Der U-Boot-Ping ist immer noch hinter mir. Das nervt. Da kommt die Salem. Meine Wisconsin drückt da einfach rein. Also ich schieße noch ein bisschen mit auf die Vallejo. Och, der meine Wisconsin brennt. Wie aus dem ersten Irak-Krieg das Ölfeld da. Bin wieder zu, sehr schön. Ach, oh, da hat es geschafft, mich zu pingen. Lakazonus kommt. Problem gelöst. Jetzt sehe ich, dass da noch eine Kansas kommt, die Salem. Ich will meiner Kazonus helfen, meiner Öster helfen. Schieß mit auf die Kazonus.
Ja, Torpedo-Nachladebeschleuniger an. Torpedos kommen vom U-Boot. Da ist die Gegner, Yuyang. Es müsste auch gleich Radar kommen. Ich bin zu. Irgendwie habe ich es geschafft, da heil durchzukommen. Der U-Boot-Pinger, der hat aber guten Riecher gehabt. Oh, scheint so, als ob er das U-Boot getroffen hat. Das ist die Balau. Ich will aber nicht schießen. Ja. Oh, ich habe irgendwas noch getroffen. Die Salem habe ich noch mal getroffen. Ja, meine Torpedos laufen auch ganz gut. Ich schieße. Das macht die Katzones gierig. Ich bin im Radar. Da ist die Katzones. Sehr schön, sehr schön. Oh, das hat sehr weh getan. Oh, nicht so hart treffen, Kansas. Ja, sehr schön. Wieder zu. Meine Kaparos versucht, das U-Boot zu jagen. Und ich glaube, das war jetzt ein Fehler von mir, dass ich hier einfach so aus dem Smoke rausgefahren bin. Kansas, du hast aber einen guten Riecher gehabt. Der war für meinen Geschmack auch ein bisschen zu toll. So, ja, ich, wie gesagt, ich muss jetzt weg von der Missouri. Und die Salem tut man den Gefallen und dreht. Das, ja, ist eine Radar Salem, hat halt kein kein Hydro. Und wenn du mit der Fletcher einen Torpedo triffst. Ja, danke nochmal. Ich meine, das war der Kameraspieler. Ich guck gerade nochmal. Ja. Mitras, falls du das siehst. Kuss, Kuss. Liebe gehen raus. Ich bin schon wieder am Radar. Er schießt. Oh, er hat Gott sei Dank verschossen. Was, Yuyang? Das U-Boot auch. Mein Pingmeister hier. Oh, das Radar geht ja nicht so lange. Ich, oh, Nochmal ein Torpedotreffer. Und jetzt sehe ich es. Und jetzt denke ich mir aber auch langsam, jetzt ist es egal. Und die letzte Salve. Was für eine Runde, alter Schwede, ey. Ja, das war sehr bitter. Das war wirklich sehr bitter. Ja. Aber Mitras, danke nochmal. Du hast gut mitgespielt. Gucken wir nochmal ausführlicher Bericht. Mist, das ist doch ein Witz, ne? Wie viele Torpedotreffer habe ich? 12. 6 Wassereinbrüche gemacht. Und die Wassereinbrüche haben 861 Schaden gemacht. Also ich benutze die Plus-Wassereinbruch-Geschichten und Brandflaggen nicht mehr. Das Geld spare ich mir wirklich. Und 175.000. Ja, Mann. Ich habe mir neue Schiffe geholt. Ich bin pleite. Ich muss jetzt in den nächsten Tagen werden wohl vermehrt Videos kommen von Premium-Schiffen. Also, ich wünsche euch nicht solche Gefechte, aber lasst euch trotzdem nicht ärgern und macht's gut. Tschüss!